Das ist Mowgli und der spielt Gitarre und singt. Und ich bin Hanna und ich spiele Schlagzeug und singe ein bisschen. Also es gibt dann noch Anke und die spielt Geige, Posaune, manchmal Bratsche und singt auch. Dann gibt es noch Kaya und die ganzen Instrumente. Moment, ich versuch's. Also sie spielt Bass, Cello, Akkordeon, Glockenspiel und Gitarre. Und sie singt natürlich auch ganz wunderschön, ja. Wir waren mal ganz viel weniger, aber das ist schon 10 Jahre her, da waren wir zu zweit. Und dann ist uns Hanna als Findelkind von einem Storch zugetragen worden. Und dann haben wir noch ein Schlagzeug dabei gehabt und das war dann alles viel besser, weil ich dann auch mal den Takt gelernt habe zu halten. Davor hatte Anke eine eher sehr schwere Zeit mit mir. Und jetzt sind wir seit 1,5 Jahren zu viert. Seitdem ist Kaya noch dabei und alles angefangen hat, glaube ich, Anke und ich haben uns 98 kennengelernt. Das heißt, das gibt es auch schon eine ganze Weile. Erstmal hat sich die Umstellung von 2 auf 3 total auf die Musik ausgewirkt. Also, aber auch einfach, dass unsere Songs haben sich auch einfach verbessert dadurch oder erweitert dadurch, dass wir einfach älter geworden sind. Und am Anfang hat es halt so angefangen, dass ich einen Song gespielt habe und Anke den einfach auf der Geige begleitet hat und wir einfach seit vielen Jahren eigentlich ganz anders arbeiten. Wir zusammen überlegen, wie funktioniert eigentlich die Musik am besten mit den Liedern und ja, und jetzt zu viert ist es halt auch nochmal viel fetter geworden, viel schöner, finde ich. Also es gibt ja einen Bass, das heißt, es geht viel mehr in den Bauch noch rein und es hat gewonnen. Ja. Die Inspiration kommt meistens aus Erlebnissen, Begegnungen, Gesprächen, Dinge, die einen halt beschäftigen. Also wenn man halt mit Augen durchs Leben läuft und dann bleibt halt immer mit offenen Augen durchs Leben läuft, dann bleibt ja immer irgendwas haften, was einen beschäftigt. Und meistens ist es die Verarbeitung davon. So. Und klar, und wir wollen mit der Musik ganz klar die Welt verändern oder verbessern oder Einfluss darauf haben. Musik allein macht das zwar nicht, aber es ist halt ein bisschen wie so ein Werkzeug, was dir halt total viel Kraft gibt und Mut gibt. Und das ist auch was, wo ich denke, wir tun schon ziemlich viel Arbeit in diese Band reinstecken und manchmal gibt es dann so Momente, wo man auch denkt, ja, ist das eigentlich richtig? Und dann gibt es halt sehr viel mehr Kontakt mit Leuten, die sagen, dass das denen viel Kraft gibt, dass es denen Mut macht. Oder die sagen, dass man halt Sachen ausdrückt, die sie für sich noch nicht so benennen oder sagen konnten. Und ich glaube, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein und zusammen, also so das zusammen da durchzugehen, das zusammen zu fühlen und sich Mut zu machen, ich glaube, das ist was total viel wert ist. So. Wir freuen uns, jetzt haben wir zum Beispiel in Köln gespielt, gerade im AZ auf der letzten Tour, das die vor 2 Jahren besetzt haben, total toller Ort. Und wenn da ein paar hundert Leute hinkommen und vor allem auch Leute, die sonst manchmal nicht an diesen Ort kommen, dann ist es eine super Sache, weil die sozusagen eine Verbindung zu diesen Orten aufbauen, weil die sich damit identifizieren, sich dazugehörig fühlen und naja, das für solche Orte halt natürlich ein ganz großer Gewinn ist und wichtig ist. So.